Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Tableau-Tutorial. Ja, heute möchte ich ein bisschen in die Parameteraktion einsteigen und euch zeigen, was man damit Cooles machen kann. Und zwar, wir haben hier eine Visualisierung und ihr seht gerade, wir haben hier Balkendiagramme und sehen hier entsprechend den Umsatz abgetragen für verschiedene Länder. Und wir sehen auch hier solche kleinen Icons da oben. Und die sind genau letztendlich die Parameteraktion, die hier eingebaut wird. Das heißt, dass wir hier entsprechend die Grafik, die Visualisierung anpassen auf Basis des Icons. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eben diesen Bar, also diese Balken angeklickt, deswegen sehe ich auch diesen Balkenchart. Wenn ich hier zum Beispiel auf diese Linie klicke, also einen zeitlichen Verlauf sehen will, klicke ich auf den hier und sehe dann hier einen zeitlichen Verlauf. Ihr seht also, die Grafik verändert sich. Und wenn ich entsprechend auf dieses Symbol klicke, was vielleicht viele von euch von Google Maps oder so weiter kennen, das soll eine Karte einfach darstellen, könnte ich da drauf klicken und entsprechend mir eine Karte anzeigen lassen, in der ich dann hier in dem Beispiel den Gewinn pro Land sehe und sehe eben, ob wir quasi in dem Land gerade positiv dastehen, was die Gewinner geht, oder ob wir eben Verluste erzielen. Ja, das ist eine Option. Auch die Farben, Blau und Orange, nicht das klassische Rot-Grün, einfach deswegen, weil, soweit ich das zumindest weiß, ist es so, dass das einfacher ist für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben oder farbenblind sind, eins von beiden. Genau. Und wie gesagt, das kann man eben dann so steuern, einfach über den Klick hier entsprechend. Und das ist eben anders als zum klassischen Parameter, das heißt, den könnte ich auch mal anzeigen lassen, wenn ich also hier hingehe und sage quasi Parameter und zeige mir dann mal diese Vis-Auswahl an, dann habe ich ja das hier. Also das ist ja das klassische Tableau, dass ich hier zum Beispiel sage, möchte ich diese Linie haben, möchte ich eine Map haben, hätte ich die Map oder eben diesen Bar, dann hätte ich diesen Bar hier, also diesen Balkendiagramm quasi. Aber das ist natürlich nicht so schön, ja, wie wenn wir auf Symbole klicken können. Also wenn wir das gleiche Ergebnis erzielen können, wenn ich einfach darauf klicke, hier, dass ich dann entsprechend diese Linie sehe oder hier entsprechend, dass ich die Karte sehe und so weiter. Ja? Und genau das eben kann über diese Parameteraktion gesteuert werden. Das Ganze funktioniert auch so, dass wir hier eigentlich drei Tabellenblätter im Hintergrund in dieser Ansicht drin haben, wobei zwei immer ausgeblendet werden. Ja? Und eines ist eben nur sichtbar. Es ist auch dieses B, L und M, also Bar, Line und Map habe ich es genannt hier. Und wir sehen hier immer, dass entsprechend wir immer diesen Filter drin haben, ob entsprechend hier diese Vis-Auswahl entsprechend hier zum Beispiel auf Bar gestellt ist. Wenn es der Fall ist, dann zeigt mir das an. Wenn es etwas anderes ist, dann zeigt das nicht an. Ja? Und das Gleiche ist dann auch hier für diese Linie hier. Die Linie wird ausgewählt. Wähle ich die Map aus, ist es nicht angezeigt, dann wird entsprechend die Map angezeigt. Und wenn ich hier wieder zum Beispiel den Balken auswähle, wird das nicht angezeigt. Ja? Also so funktioniert das Ganze und das wird eben dann hier in diesem Dashboard mit eingebaut und entsprechend dann gesteuert über die Parameteraktion, die man ja unter Dashboard und dann Actions quasi hinzufügen kann und dann entsprechend hier einfach da draufklicken kann und so die Grafik dynamisch anpassen kann über den Klick auf ein Icon. Ja? Und diese Icons sind natürlich frei wählbar, sind jetzt nur Beispiele, die ich gewählt habe. Gut, das war's für das Video. Ich hoffe, es war interessant. Falls ihr mehr über Tableau lernen wollt, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!